Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem Krug so böse... Da kann man drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Langsam, was hier gespielt wird. Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag. Und ein Mann im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Vielleicht kriege ich eine Sperre. Aber das muss mal gesagt werden. Das ist immer wieder das Gleiche, Woche für Woche. Und so gravierend wie heute habe ich es in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt. Aber der Schiedsrichter war doch nicht nur schuld. Bitte? Der war doch nicht nur schuld. Ich glaube, die Mannschaft hat hervorragend gespielt und man hat ja gesehen, was hier in den letzten 3 Minuten los war. Ja, wenn einem um 16 umgefallen wäre, hätte es nicht weder gegeben für den KSC. So logisch hier. Danke, Lothar Matthäus. Ich muss korrigieren, Walter. Sauerei habe ich nicht gesagt, geschrien habe ich auch nicht.